Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Rising World. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Die vierte Folge und ja, mal nicht im Voraus aufgenommen. Wir haben Donnerstag 7.41 Uhr auf meiner Uhr stehen. Ich musste meinen Sohn zur Schule fertig machen. Gut, was wollten wir denn heute in Rising World erstmal machen? Wir machen, wie gesagt, ganz entspannt. Hier ist eine Menge fertig geworden. So. Naja, den Tipp habe ich nochmal bekommen, habe ich in den Kommentaren gelesen. Ich brauche nicht immer klicken. Oder drücken, ich kann es halten. Aber das haben wir auch schon selber in der Folge rausgefunden. Klappt nur nicht immer so gut. So. Zack, 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 zack. Haben wir denn noch Erz in der Tasche? 31 mal Eisen, 16 mal Silber. Ja, das schmelze ich mir noch ein. Das wäre eine gute Idee, oder? Gut, wie gesagt, ich wollte heute, also habe ich ja noch gar nicht gesagt, ne? Heute sollte ich, ein Pferd nahmen, damit wir schnell von A nach B kommen. Das wäre geil. Wir haben ja alle Werkzeuge und Ressourcen haben wir erstmal en masse. Wir können uns eigentlich alles bauen, was das Herz begehrt. Boah. Das ist wirklich nicht wenig. Wir haben richtig viel Metall schon, aber das ist natürlich noch nicht alles, was man hier suchen kann. Und ja, dann machen wir uns doch mal jetzt einfach an die Arbeit. Leder brauchen wir dann, das heißt, wir müssen Kühe töten. So, hier kann ich gedrückt halten. Danke nochmal für die Tipps. Ich soll den Berliner Fernsehturm nachbauen, wurde mir gesagt. Vielleicht sogar eine ganz geile Idee. Ja, wie gesagt, ich werde noch so eine Wand machen. Eine Ideenwand, wo wir die Ideen natürlich mit dem Namen des Ideenerstellers drauf hinpacken. Das könnte alles ganz lustig werden. Vielleicht machen wir die Wand heute schon, weil wir werden erstmal hier verweilen, bevor wir unser größeres Haus bauen. So, komm. Ist ein bisschen Platz frei. Oder habe ich noch irgendwo Erz? Nix, ne? Ich habe gar nichts mehr, was ich anschmelzen kann. Aluminiumerz, ich bin Fisch. Das könnte sogar fast passen. Vielleicht bleibt mir nur ein Slot übrig. Ha, perfekt, oder? Lassen wir den Ofen doch direkt mal weiter burnen. So, an sich bräuchte ich jetzt eine Waffe, damit wir Kühe besser killen können. Vielleicht wäre der Flitzebogen da ja mal supi angebracht. Zap. Zap. Falsche Bank. Waffen. Bogen. Wow. Das ist aber nicht teuer. Pfeil. Eisenstäbe. Warum Eisenstäbe voll teuer? So. Mache ich mir mal ein paar Bögen. Obwohl, wie teuer ist eigentlich so ein Gewehr? wenn schon, denn schon, oder? Was ist die Blockbank, Tim? Also, man merkt, ich bin gerade erst wach geworden. Die Muskete braucht Eisenstäbe. Und das braucht Wolfram. Okay, Wolfram, das habe ich natürlich noch nicht. Aluminiumstab, Wolframstab. Oder ich habe doch schon Wolfram. Hallo Tim. Werd mal wach. Wolfram. Aluminium. Da. Also wir könnten uns rein technisch schon eine dicke, fette Flinte bauen. Ne? Stab. 32. Jetzt muss ich ein bisschen rechnen, damit wir nicht so viel verpulvern. Wolframplatte. Ich mach mal eine. Und ein Wolframstab kostet auch eine und gibt 4. Wir brauchen 32. Oh, scheiße. 4, 8, 12, 16. Ach, wisst ihr was? Wir machen einfach ein paar. So. Oh nein, nicht so viele. So. Ah, habe ich fast knapp gut geraten. Zack. Keine Sachen verschwendet. Perfekt. Aluminium. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Genau dasselbe. Doch, ich habe aufgepasst. So. Okay, dann können wir eine Muskete bauen. Irre. Eine Muskete Repetiergewehr. Das beste Gewehr, was es gibt. Jetzt habe ich das Gewehr. Ich habe ein Gewehr. Ich habe ein Gewehr. Ich habe ein Gewehr. Ich bin bewaffnet. So, die Kommentare von euch, die gehen wir gleich mal durch. Von der ersten Folge erstmal. Das ist jetzt ein bisschen einfacher in der Zukunft. Ich hau mal Melone rein. Boah, jetzt habe ich voll Hunger auf Melone. Um 7.46 Uhr. So. Der Flitzebogen, der war jetzt ja. Natürlich haben wir ihn. Ist ja nicht schlimm. Schmeißen wir mal dahin. Wir brauchen natürlich Ladeclips, ne? Für das Gewehr. Das ist ja leer. Und damit lässt sich natürlich verdammt gut jagen gehen. Eisenstab, Schwefel. Nein! Ich hätte eine Muskete bauen sollen. Das wäre einfacher gewesen.
Aber Schwefel habe ich ja noch gar nicht. In keiner Form, oder? Ich weiß ja, ich habe vergessen, wie Schwefel aussieht sogar. Also es wird gelb sein. Okay, Kleidung, ich muss mal was abchecken. Oberteile, Schuhe, Hose, Gesellschaft, Rüstung. Oberteile. Na, das sind ja keine. Okay, ich laufe immer noch als Lump rum, ne? Gesamt, das ist auch geil. Ein Polaranzug, Abenteuerkleid. Oh, ich will ein Indiana Jones werden. Overall, Kapitänsanzug, Tarnanzug, Taucheranzug, irre, Hitzeschutzanzug. Da sind viele Sachen reingekommen, die ich komplett übersehen habe. Accessories. Und irgendwo gab es so einen Bauarbeiterhelm. Aber ich glaube nicht, dass er eine Lampe hat. Ach du Scheiße, wo haben die. Was für witzige Hüte, wie viele, ne? Da, Schutzhelm mit Lampe. Eine Glühlampe kostet Wolfram. Guck mal, da können wir den noch bauen. Dann haben wir direkt eine Lampe auf dem Kopf. Wolfram, warte mal, was kostet denn so eine Lampe? Lichter, Fackel. Das muss er erstmal finden, ne? Eine Glühbirne war das, ne? War das eine Glühbirne? Ja, Glühlampe. Wo konnte man die denn nochmal bauen? Hilfsmittel. Trinkbeutel könnte ich mir auch mal machen. Schiller, Gerüste, Rohstoffe, Lichter, habe ich gerade geguckt. Ach, ich glaube, dafür brauchen wir tatsächlich den erweiterten. Die erweiterte Werkbank. Wartet, wartet, wartet. Da gibt es halt schöne Sachen. Werkbänke. 32 Eisenplatten, 32 Eisenstab, Aluminiumplatte. Das sollten wir eigentlich auf die Kette kriegen, oder? Das sollten wir eigentlich auf die Kette kriegen. So, dann gucken wir mal. Eisenplatte. Ist mal speichert, wo man gerade war. So, wir haben ja wirklich fett geschmolzen. Und da seht ihr auch mal, wie schnell das ganze Zeugs flöten geht. 32. 32, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, damit wir nichts verpulvern. Aber Wolfram wird knapp, ne? Ne, gar nicht. Wolfram ist nicht knapp. So. Eisenplatte. Bap, bop. Haben wir 32 drin. Das nächste war, ernsthaft? Hä? Wo ist denn da wieder mein Denkfehler? Ich hatte doch darauf gezählt. Wo sind die denn gelandet dann? 23 sind da. Ach, gar nicht hin. Hä? 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Genau so habe ich das gerade gemacht. Naja, keine Ahnung, wo ich da wieder einen Fehler hatte. Im System. So. 32 sind da. Ich mach mal kurz ein Bubu. Damit hier ein bisschen heller wird. Kaffee am Morgen. Gibt es was Schöneres auf der Erde? So, das Pony. Ich will es heute sehr gerne bereiten. Das nächste war Eisenstab. Ach, das ist doof, ne? Ja, komm, wir machen erstmal die Eisenstäbe, dann können wir darauf besser aufbauen. Eisenstab. Nein, oh, nicht aufgepasst. Ich depp. Nochmal Eisenbarren. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. So, ist ja nicht schlimm. Oh, der kann aus. Sparen wir Material. Und da wandern schon die nächsten Barren wieder in unsere Tasche. Boah, der geht aber echt schnell, ne? I love the big oven. Ein Oven ist, glaube ich, das, was mit dem man Essen macht und. Und das ist ja hier dieses Fuhr-Dingsbums da. So, Eisenstäbe habe ich jetzt gemacht. Habe ich das alles gemacht? Man merkt aber schon, dass ich noch ein bisschen müde bin, ne? Eisenplatten wollten wir noch machen, genau. Eisenplatten. Das ist falsch. 9 Stück waren es wirklich. Zap, 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 zap. Da kommt der Timmy komplett aus dem Konzept hier, ne? Und die Aluminiumplatte. Die dürfen wir nicht vergessen. Aluminium,
Wir sind stolze Besitzer von Aluminium. Habe ich schon in die Tasche gesteckt. Heldenhaft. Viermal Platte. Aluminiumplatte. 1, 2, 3, 4. Bup. Da. Und dann können wir uns die Überwerkbank herstellen. Sehr geil. Da haben wir sie am Schlüssel. Freue ich mich. Okay, die hätte tatsächlich noch hier Platz. Wie gesagt, das, was wir hier hinbauen, können wir alles wieder aufnehmen und umziehen damit. Kein Problem, wenn wir das Haus bauen. Ne? Hier ist erstmal so ein Start, wo wir uns wohlfühlen und top fühlen. Oh, hier kriegst du die richtig guten Sachen, Mann. Wie geil. Forschlochhammer, Hake, Erzdetektor, Kettensäge, Minenbohrer. Oh, geil. Das sind wirklich wichtige Sachen. Hilfsmittel, Uhr, Kompass, Fernglas. Das kenne ich noch gar nicht. Das habe ich noch nicht benutzt. Rohstoffe, Glühlampe. Ein Wolframstab. Eine Glühlampe. Und dann dürften wir doch an den Helm ran, oder? Da willst du noch 4 Eisenplatten haben. Boah, hier am Stock, was kostet das alles hier, ne? Eisenplatten. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Boah, die Musik ist so geil von Rising World, so entspannend. So, wir haben uns den Schutzhelm gebaut. Ging ja ruckzuck. Und jetzt haben wir diese Lampe. Wie geil. Jetzt haben wir wirklich die Lampe auf dem Kopf und können nach Schwefel suchen. Vielleicht ist das direkt Schwefel, aber ich glaube, das war Erde, ne? Halt! Ich wechsle die direkt aus. Stirb! Eine Stahlspitzhacke, die. Wenn sie jetzt echt nur. Wir brauchen 2 Schläge. Okay, das war wirklich nur Erde. 2 Schläge mit der anderen. 3 Schläge mit der und mit der. Also, das ist der Turbogang. Und danach kommt natürlich das noch bessere Werkzeug, das elektrische. Oder motorbetriebene. Also so haust du echt mal einen Berg in kürzester Zeit weg, wa? Hab ganz vergessen, dass es Stahlwerkzeug gibt. Na, aber Schwefel wird wahrscheinlich eher innen sein, ne? In den Gebäuden, in Gebäuden, in Höhlen. Boah, geht das schnell. Also holst du aber wirklich rubbel die Katz Kram. So, ich gehe mal die Höhle erforschen. Schwefel, Schwefel, Schwefel. Wir wollen ja Munition haben, ne? Mein vergammeltes Essen. Was heißt denn nicht vergammelt? Das ist ja, verbrannt. So. Ja, ja, tut dir nicht mal weh. Weichflöte. Das ist ein Wolfram. Oh, ist das geil mit Lampe hier drin. Ah, das ist schwierig. So, auf gut Glück will ich eigentlich gar nicht hier reingehen. Was mit... Was? Befrei dich mal, warte mal. Ja, das ist auch keine Befreiung mehr. Ja. Dann befreie ich dich halt nicht. Selber schuld. Da, was ist das? Ist das wirklich. Komme ich dran, oder? Doch. Ah, ah. Kupfer. Boah. Das ist aber ein Kupfer vor. Guck mal, wie schön schnell das geht, ey. Wahnsinn. Da gibt es nur eine Steigerung, das ist das. Der Forscherhammer, Bohrhammer oder wie das Ding heißt. Wir sind jetzt in der 4. Folge also ziemlich gut schon aufgestellt mit unserem Kram hier. Ja, wir wissen ja, das ist ja direkt nebenan. Mann, warum kriegt ihr denn immer Damage? Ach, warum hört die Höhle denn auf? So. Also einfach so Schwefel jetzt finden, ist natürlich schwer. Das kriegst du nicht hin. Dann müssen wir den Berg uns angucken. Wir haben eine Kopflampe. Licht aus. Zap. Ich muss einmal ganz schnell was gucken. Das Video ist ein bisschen verpixelt, habt ihr mir geschrieben. Jemand hat jedenfalls. Das sieht aber den Gras. Ne? Deswegen ist das so verpixelt. Nein, auch falsch. Oh, Pferd! Ist reingefallen. Ich wollte dich doch besitzen.
Aluminium, boah, das ist aber teuer. Wolframstab, Kupferstab, Eisenplatte, Goldbarren, ne? Das Gold wird schon schwer, das müssen wir erstmal finden. Gut, wir kraxeln den Berg in der Hoffnung, oder wir laufen erstmal um und dann sehen wir, ob da irgendwas ist. Da oben ist auf jeden Fall irgendwas, das könnte wieder Aluminium sein. Schwefel habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie das aussieht. Da wäre so eine Dungeon natürlich jetzt Optimum, ne? Da findet man so eine Kacke ja mal. Nur Stein, komisch. Ja, das ist komisch, dachte das auch. Das ist Wolfram. Hier das erste ist wichtig. Und wir müssten uns eigentlich tiefer bauen, damit wir hier krassere Sachen finden. Jetzt habe ich den vergessen, wo es war. Was ich da hinten gesehen habe. Boah. Schickes Wasserloch. Da hinten ist was. Das wird Aluminium sein. Nicht Schmerzen haben, bitte nicht. So. Das wird Aluminium sein, ne? Ja, auch das kann man natürlich benutzen. Also wenn wir uns hier diese harten Werkzeuge machen wollen, dann brauchen wir auch richtig geile Sachen. Boah, egal, wie schnell das geht. Ich freue mich gerade mega über das Tool. Stahlspitzhacke. So, da oben ist Eisen. Oder Kupfer. Sieht halt sich sehr ähnlich. Oh, das ist gut. Ne, ich habe schon gebaggert. Ich dachte, das wäre Kohle. Hüpf, 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 hüpf. Dicker fetter Flöz. Der Metalldetektor wäre natürlich geil, aber dafür müssen wir erstmal die Rohstoffe haben, um den zu bauen. Boah, das ist ein. Also Kupfer finden. Ne, das ist Eisen. War richtig viel. So. Zamp. Und Steine kriegst du damit ja auch ganz gut mit dem Zeugs hier. Klomp. Zemp. Ich schnapp mir das. Ich habe eine Lampe, ne? Da können wir auch mit der Lampe lampieren. So, ja, wenn ich mich jetzt einfach so im Berg einbaue, ich habe da irgendwie so ein schlechtes Gefühl, dass wir jetzt da ganz rein zufällig dann auf Schwefel treffen, wäre natürlich ein hyper-mega-super-Zufall, ne? Ich bin der König dieser Welt. Entschuldigung. Eine Karte. Also wenn wir ein Pferd haben, müssen wir auf jeden Fall eine Karte haben. Also Eisen. Ist ja echt keine Mangelware, wa? Hätte man die Ressourcen auf niedrig stellen müssen, dann hätte man wenigstens eine Herausforderung gehabt. Aber man verbraucht ja so viel davon. Wenn wir zu alleine nur Blöcke aus Eisen bauen wollen, haben wir schon das Problem. So, ich möchte jetzt ja gerne in eine Höhle. Oh, das wird doch niemals funktionieren, was ich hier tue. Noch ein bisschen Wolfram angeln. Schwefel. Wo bist du, mein gutes Schwefel? Kohle nehme ich sehr gerne mit. Aber jetzt glaube ich, ist das nur noch Steine. Irritiert so ein bisschen mit dem Licht, was wir uns selber machen. Nein, ich wusste das nicht. Boah. Also Ressourcen finden es ja echt alle, ne? An den Bergrändern. Total viel Kohle hier. Aluminium nochmal. Komisch, wie wir hier laufen. Mal die Lampe aus. So. Es wäre natürlich geil, wenn wir heute Schwefel finden würden, aber puh, schwierig. Was ja Aluminium, braucht man das so viel? Ich habe jetzt schon so viel Aluminium. So. Zamp, zamp. Da war noch Kohle, ne? Da. Oh, das ist ein schöner Flöz. Vor allem, wie schnell das geht mit der Spitzhacke. Da brauchst du ja gar keine Gedanken mehr machen. Da holst du ja auch ruckzuck auch mal das Eisen aus dem Berg.
Alles gar kein Problem mehr so. Okay, wir wissen, dass da noch Kohle ist. Ich kann mich nicht jetzt nur um Kohle kümmern. Wir haben das Ziel, Schwefel zu finden. Vielleicht ist es ja eher im Berg drin, tatsächlich. Boah, das ist mir jetzt zu so Kuddelmuddel, ehrlich. Also extrem viel Aluminium. Oh Mann. Weiß ich, wie viel HP gibt Melone? Auch genauso wie Apfel. Für sie sterben, das wäre total peinlich. Also der kann da jeden extremen Berghang hochlaufen, aber er schafft nicht, einen Zentimeter zu fallen, ohne totale Schmerzen zu erleiden. Oh, was ist das denn für eine Höhle? Also das könnte erkundbar sein. Mal essenderweise. So, kommen wir wieder hoch. Und zurück. Und ich finde mein Heim wieder. Das könnte auch nach hinten losgehen. Schwefel wird wahrscheinlich ja tief liegen, glaube ich. Das ist Silber. Das ist Kupfer auf jeden Fall. Ach, und jetzt wieder Ende im Gelände. Das ist doof. Muss ich rein technisch tiefer buddeln? Immer, immer tiefer. Das wäre so ein ziemlich langer Tunnel. Mit Detektor wäre natürlich super. Kannst ja sehr zielstrebig nach den Ressourcen suchen, die du suchst, aber ist ja trotzdem schwer. Aber ich werde mich jetzt nicht hier einfach reinbuddeln. Das wäre einfach zu viel des Guten. Oh, ist das steil. Sah gerade gar nicht so aus. Gold bräuchten wir auch dringend. Ah, richtig tief buddeln ist echt hart. So. Ich soll das nicht machen. Weil ihr Angst habt, dass der Entwickler das rauspatcht. Pass auf. Aber ich glaube nicht, dass er das rauspatcht. Das ist schon sehr lange bekannt. Dass man halt, wenn man ein bisschen klickt, ein bisschen schneller abbauen kann, ne? So. Ich will Schwefel. Das, ich könnte mir das eigentlich nur in unglaublichen Tiefen vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, die Ideenwand, die wird noch witzig. Ich glaube, die muss auch sehr groß werden. Armes Tier. Wir lösen es. Das brauche ich nämlich für den Sattel. Beweise vernichten. So. Ja. Puh, wo war ich denn jetzt? Wow, wo war ich denn jetzt hergekommen? Lampe aus. So. Ich müsste eigentlich so nach der Richtung, glaube ich. Da war ein Kirschchen. Schwefel, Schwefel vom Befel. Ja, wir müssen in eine dicke Höhle rein. Das ist eigentlich so sicher wie das Amen in der Kirche. Aber um Ressourcen zu sammeln, haben wir uns eigentlich perfekt positioniert, ne? Also wirklich perfekto. Oh, das war Zufall. Dann, wenn wir uns schon tiefer buddeln, dann in unsere eigenen Höhle. Oh, fällt es wieder frei. Das war wieder knapp. Ah, ouch. Entweder hier. Da muss man halt so aufpassen, dass man so baut, dass man auch wieder rauskommt. Und nach unten baut auf jeden Fall. Denn wir können ja immer noch mit F2 fliegen. Will ich aber nicht. Ne? Das ist ja, das macht ja den ganzen Survival-Kram kaputt. So, und zeitgleich sammeln wir auch ohne Ende Stein.
bis zur Hölle unten. Das ist richtig weiter Weg. Aber wir stoßen schon auf irgendwas, ganz sicher. Entweder einen neuen Tunnel oder vielleicht sogar eine Dungeon. Wie gesagt, man könnte mogeln und gucken vorher, aber ich will nicht. Das ist zu doof. So. Also mit dem Werkzeug ist das ja ein Klacks, ey. Mit den Abbautool wahrscheinlich noch schlimmer. Okay. Wir nutzen das gleichzeitig zum Steine sammeln. Das macht vielleicht Sinn. So, für den Grundgedanke, dass wir nur Steine sammeln wollen, falls man auf gar nichts stößt. Ich hoffe, ich baue runter auf jeden Fall. Im Endeffekt kann man auch Leitern mitnehmen, ganz viele. Und einfach nur steil nach unten bauen. So, à la Seven Days to Die dann überall Leitern hinpacken. Aber das ist hier nicht so einfach. Weg da, blöder Stein. Spannend, was wir gleich an Ressourcen haben. Ja, wenn man sowas wie Schwefel haben will, muss man schon sehr tief kommen, ne? Das ist einfach so. Und da wird ein Weg sein. Zappeli zapp, ab ist er weg. Ab ist er weg. So. Der Berliner Fernsehturm. Also könnte man, das könnte ja so ein kleines Projekt nebenbei sein tatsächlich, weil es ist ja ein Turm. Obwohl, das, man unterschätzt das einfach, was man an Material braucht, um zu bauen. Dein Inventar ist voll. Steine, boah, will ich aber sammeln, auf jeden Fall. Wir von zwei Kartoschkas weg, esse eine Erdbeere. Die Kirschen weg, das weg. Das ist mein HP. Krass, wie schnell das Inventar mal voll ist, ne? Da liegt die Kirsche. Also unser Stollen hier. In den unendlich Tiefen des Rising Worlds Universums. So. Wir sind noch nicht auf einen scheiß Erz gestoßen, ne? Oder ein neuer Tunnel. Da ist ein... Oh, ja toll. Wolfram gefunden. Da Kupfer oder Eisen. Da habe ich jetzt aber... Da haben wir eine Oberfläche aber genug von. Würde ein neuer Tunnel interessieren. Es gibt ja so viele. Es ist ein Schweizer Käse, das Spiel eigentlich. Von Löchern her. Attacke! Wow! Das ist doch ein Erz, oder? Ne, das ist einfach nur Stein. Oh. Boah, wir viele Steine. Das ist ja super, weil wir später natürlich sehr viel brauchen, wenn wir ein Haus bauen. Oder einen Fernsehturm oder irgendwas. Jetzt komme ich hier einfach wieder raus. Ich habe Angst. Auf in die Tiefen der Tiefen. Gleich sind wir in Subnautica. So. Oder Agoni in der Hölle. Nein, in der Hölle kommst du so einfach, glaube ich, gar nicht. Also so schnell. Das ist schon massiv tief und wir bauen ja schief. Ne? Das, boah, ist aber schon steil. Sieht aber gut aus, ne? Boah. Schwarzer, unendlicher Gang hier schon. Jetzt schon wieder. Kein Schwefel. Die Musik ist hier ganz anders. Oh, seht ihr das, meinte ich? Genau das habe ich gesucht. Ein anderer Tunnel. Aber da muss ich auch irgendwie wieder hochkommen. Das ist das Problem. Nein, der nicht.
Habe ich ein Holz dabei oder sowas, dass ich eine Leiter bauen kann? Aber eine Leiter kann ich hier nicht bauen, ne? Aber ich habe eine andere Idee. Ich kann mal einfach runterpurzeln. Au! Oh nein, das ist einfach nur so ein Loch. Kacke. Das ist nicht gut. Achso, Stein gegen Stein gesetzt, super. Dass wir da so eiskalt wieder hochlatschen. Habe ich mir selber gebaut. Guck mal hier, sieht ja schick aus, ne? Okay, da kommen wir wieder hoch. Ha! Stein. Machen wir die Ecke noch weg. So, dann geht's ja hier weiter runter. Immer weiter runter. Aber Schwefel müsste eigentlich sehr tief liegen. Wenn mich nicht alles täuscht. Passt ja auch irgendwie zur Hölle, Schwefel, ne? Ach Mist. Was kann man denn jetzt rauswerfen? Das war unsere Gedenkachs. Die darf ich nicht wegwerfen. Hier. Das eine Fell kann auch weg. Drauf geschissen. Hä? So. Wolfram. Ey, wir finden ja immer nur so eine Kacke hier wie Wolfram. Warum nicht mal Schwefel? Ich will Munition machen. Ich muss Tiere jagen. So. Schwefel. Schwefel. In den Tiefen der Tiefen. Gib mir Schwefelspiel. So. Ja, man geht schon schnell runter, ne? Unter Tage. Hab. Zap, zap. Oh, da kommt gar nichts, ey. Ich bin wahrscheinlich der erste Mensch, der sich hier runterbuddelt und nichts findet. Nicht einen Stoll, nicht eine Dungeon, gar nichts. Ich habe mal ziemlich drauf gehofft. So, gut, dann flitze ich mal wieder nach oben. Und packen wir meine Steine weg, sowas, dass wir die für später haben. Das ging nämlich jetzt echt rubbel die Katze mit den Steinen. Und sag danke fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Rising World. Ich freue mich drauf.